Augenübungen für jeden Tag. Zuerst setze dich gerade mit gerader Wirbelsäule, Kopf gerade. Nicht nach oben, nicht nach unten, sondern tatsächlich gerade. Jetzt zwinkerst du mit den Augen ein paar Mal, um die Augen zu entspannen. Nächste Übung, du schaust nach oben, nach unten. 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 Du bewegst nur deine Augen und nicht deinen Kopf. Jetzt zwinkere nochmal und jetzt nächste Übung. Nach rechts, nach links. 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 Zwinkern. Diagonale. Rechts oben, links unten. 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 Zwinkern. Links oben, rechts unten. Links oben, rechts unten. Links oben, rechts unten. Links oben, rechts unten. Zwinkern. Jetzt malen wir Viereck. Beginne mit dem Eck rechts oben. Rechts oben, dann nach links, dann runter, nach rechts, nach oben, nach links, runter, nach rechts. Nach oben, nach links, runter, nach rechts. Zwinkern. Andere Seite. Links oben, nach rechts, nach unten, nach links. Nach oben, nach rechts, nach unten, nach links. Und nochmal. Nach oben, nach rechts, nach unten, nach links. Zwinkern. Jetzt machen wir eine große Uhr. Stell dir vor, dass vor deinem Kopf eine sehr, sehr große Uhr ist und in der Mitte ist deine Nase. So, hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Kopf gerade bleibt und du schaust nur mit den Augen zu 12 Uhr. Dann zum 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zwinkern. Andere Seite. Du schaust zu 12 Uhr, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 Uhr. Entspannen, zwinkern. Jetzt Finger vor deine Nase. Die Entfernung ist circa so, dass praktisch, wo dein Finger ist, der kleine Finger, da ist dein Daumen. Ja? Das ist so ungefähr. Du schaust, also Daumen ist gerade, oder dein Zeigefinger, was auch immer. Du schaust zu deinem Finger und dann in die Ferne. Zu Finger, in die Ferne. Zu Finger, in die Ferne. Und jetzt machen wir, du schaust zur Nasenspitze, zum Finger, in die Ferne. Nochmal zum Finger, Nasenspitze, Finger, in die Ferne. Nochmal zum Finger, zur Nasenspitze, zum Finger, in die Ferne. Und nochmal zum Finger, zur Nasenspitze, zum Finger in die Ferne. Wunderbar. Jetzt haben wir die wichtigsten Übungen gemacht und zum Schluss machen wir Palming. Du nimmst deine Hände und reibst sie aneinander, um Wärme zu erzeugen. Und jetzt legst du deine Hände wie so Schiffchen über deine Augen. Du drückst nicht auf Augenäpfel, sondern du umhüllst praktisch deine Augen. Dabei, die Augen sind zu. Also, und die Finger vorne dann so ein bisschen überkreuz. So. Und wenn du deine Augen aufmachst, soll es dunkel sein. Ja, wenn das nicht dunkel ist, dann verrutsche deine Hände so, dass es kein Licht reinkommt.
Und jetzt schließe deine Augen und entspanne. Atme ein, atme aus. Spüre diese heilende Dunkelheit, Regeneration, Erneuerung. Bleibe und nehme wahr, wie deine Augen sich vollständig entspannen, regenerieren. Gehe bewusst in Verbindung zu deinem gesamten Augenapparat. Spüre die Augenlider, Augenmuskel drumherum, Augenapfel. Spüre, wie sich alles entspannt und sage dir im Stille oder auch laut, ich habe vollkommen gesunde Augen. Ich erlaube mir, vollkommen gesunde Augen zu haben. Ich weiß, dass mein Körper sich selbst regenerieren und heilen kann. Ich habe vollkommen gesunde Augen. Dann bringe deine Hände weg, lass noch die Augen verschlossen. Spüre nochmal nach innen. Und jetzt atme nochmal durch geschlossene Augen das Licht ein und aus. Das Licht durch die Augen einatmen und das Licht durch die Augen ausatmen. Die Liebe durch die Augen einatmen und die Liebe durch die Augen ausatmen. Und dann bedanke dich für die Übung. Öffne deine Augen und sehe die Welt mit neuen Augen. Diese Übung sollst du 3-mal am Tag wiederholen, am besten vor dem Essen. Schau bitte, dass du am Tag so wenig wie möglich Brille trägst. Immer wenn du eine Tätigkeit hast, ausübst, die keine Brille erfordert, einfach Brille weglassen und deinen Augen Möglichkeit geben, dass sie sich selbst jetzt doch regenerieren können und von alleine beginnen zu sehen.